Danke vielmals, Hans, dass du dir Zeit genommen hast für das Video. Fangen wir gerade mal bei der ersten Frage an. Seit wann lebst du schon in Steinmur und seit wann haben die den Hof? Ich lebe in Steinmur eigentlich seit Geburt, also seit 1965. Und bin da aufgewachsen, ganz ländlich, in dem Sinne ein Stück weit auch ganz idyllisch. Und wir, also unsere Familie hat den Hof seit 1881. Und in dem Sinne bin ich die fünfte Generation auf dem Hof. Mhm. Und wie hast du den Hof in Erinnerung, als du noch ein Kind warst? Ja, der Hof war natürlich hier wesentlich kleiner als heute. Es war auch in dem Sinne eine Existenz. Hier hat es einfach noch nicht so viel Fläche gebraucht, weil ja die Produktepreise höher waren, dass man hat davon leben konnte. In dem Sinne war es ein Durchschnittsbetrieb, so 12, 13 Kühe, ein Anbindestall und eigentlich sind alle Tiere abgebunden gewesen. Wir haben auch noch zwei Geissen gehabt. Man hat als Kind müssen und dürfen mithelfen auf dem Hof. Ich habe noch zwei Brüder. Aber wir haben auch sehr viele Freiheiten gehabt. Also wir haben zum Beispiel so Hütten gebaut auf dem Strohstock mit den Strohballen. Ein richtiges so Labyrinth, wo auch die halbe Schulklasse gekommen ist. Und ich weiss noch gut, wir sind ja da an der Kantonsstrasse. Und es hat natürlich wesentlich weniger Auto gehabt, als ich Bub war. Jedenfalls war es so, dass wir, wenn wir ein blaues Signalkorn gehört haben, dass wir an die Strasse runtergerannt sind. Ob jetzt das Krankenauto war oder die Polizei. Also das ist nicht, ich sage, das ist vielleicht alle zwei Wochen mal vorgekommen, dass das Blaulicht da drin ist. Und dann ist man runtergerannt. Weil das war etwas gewesen, Action quasi, oder? Ich weiss, wir sind immer da runtergerannt. Und heute läuft ja, fährt ja zwei, dreimal täglich ein Signalhorn durch, ein Fahrzeug, oder? Und von selber her ist das ist gerade etwas Plausibles, so, wo man einfach so prägnant in Erinnerung ist. Grundsätzlich haben wir natürlich auch, ist man mit dem Velo unterwegs gewesen. Wir haben da unten in der Entsorgungsanlage, hat man so den Grümpel gebracht, oder? Hat so Mulden gehabt. Wir sind dann dort wieder durchsuchen und haben wieder einen gewissen Teil heimgenommen und haben Velo zusammengeschraubt, haben so einen Go-Kart mal zusammengeschraubt gehabt. Als ich noch kleiner war, hat es noch die sogenannten offenen Grümpelgruben gegeben. Ich mag mich erinnern, wir sind immer in eine hier im Feld hineingegangen. Und das war natürlich auch spannend, was es dort alles gab. Aber das hat das halbe Auto drin gehabt und so weiter, oder? Also, heute würde das quasi alles als Umweltverschmutzung gelten, wenn man so etwas in ein Loch fallen. Sie sind natürlich selbstverständlich auch eingetragen und ich denke, man ist heute auch gescheiter geworden bezüglich Umweltverschmutzung. Etwas anderes, was mich gut daran erinnere, wir haben da Mülliweiher und dort haben wir ein Floss drauf, so mit Altölfässer, oder? Vier Altölfässer und Bretter und so eine Fahne, nicht mit einem Totenkopf, aber sonst irgendwie etwas und haben das Gefühl gehabt, wir sind da Piraten. Und das ist wirklich, quasi heute ist das Naturschutz und heute dürfte kein Kind mehr dort irgendwie ein Floss machen oder bauen und drauf haben. Das war noch möglich gewesen. Das sind schon auch Sachen, so Gruben irgendwie, dürfen wir ja nicht mehr gehen. Wir sind auch auf Fisibach, dort hat es so Kehlkappen immer sehr viel gehabt, in der Lehmgrube, wo wir dort oben sind mit dem Velo, Kehlkappen holen und dann haben wir die irgendwie in einer Gelte gehabt und so. und das war in dem Sinne eine andere Welt gewesen wie heute. Also ist man dann heute viel eingeschränkter, würde ich sagen? So im alltäglichen Leben? Ja, selbstverständlich ist mir eingeschränkt, aber das ist natürlich auch, weil die ganze Lebensart hat sich natürlich geändert. Aber man ist sicher mehr voraus gewesen, jetzt im Allgemeinen. Bauernkind sicher sowieso auch, aber allgemein. Aber der Freiraum, würde ich sagen, ein Stück weit ist grösser gewesen. Naturschutz, in dem Sinn hat es noch nicht so die absolute Schutz, wo man quasi die Gebiete dort gar nicht hat dürfen betreten, das hat es ja nicht gegeben. Und gerade das sind vielfach auch interessante Gebiete gewesen. Es hat klar, es hat früher auch nicht so viele Sportplätze oder Sportarten gegeben. Es ist anders gewesen. Es hat sich halt verändert. Ich würde es nicht unbedingt werten. Man kann heute auch in die Natur raus.
Ich denke, es ist halt einfach nicht vergleichbar, es war eine andere Zeit gewesen. Aber es war sicher eine schöne Zeit gewesen. Und merken Sie jetzt, vor allem mit dem Hof sind Sie ja viel in Kontakt mit den Einwohnern, dass es irgendwie unpersönlicher und schneller geworden ist, der Umgang miteinander? Oder würdest du sagen, es ist immer noch gleich? Ich tendiere dazu, dass die Leute sich... Die Gesellschaft hat sich natürlich per se schon verändert, das ist klar, aber dass unser ganz natürlich Medienkonsum, das Nachteil, wo unsere Gesellschaft verändert hat. Also das sieht man ja, wenn man nur mit dem Zug fährt, dass 99% ja, ins Nachteil schauen. Ich zähle mich da natürlich auch dazu. Der Sokrates hat ja mal gesagt, das habe ich mal gehört in einer Kantonsratsdebatte und das habe ich wirklich irgendwie nie vergessen. Der Sokrates hat einmal, das war ja ein griechischer Philosoph, hat ja mal beklagt, wie die Jugend faul ist, wie sie nur rumliegt, wie sie nur saufen und keinen Anstand mehr hat, keine Manieren mehr hat, oder? Und das sind eigentlich Aussagen, die man heute genau gleich hört. Und das zeigt ja ein Stück weit auch, so viel hat sich nicht verändert. Ich behaupte jetzt auch heute mit dem Lockdown, wo wir gerade aktuell drin sind, Menschen werden nach dem Lockdown nicht anders sein, als sie vorher gewesen sind. Man vergisst sehr schnell. Der Alltag kehrt auch sehr schnell dann wieder irgendwie ein. Natürlich wird es noch gewisse wirtschaftliche Folgen haben, aber grundsätzlich muss ich sagen, es gibt verschiedene Kundentypen. Es gibt Leute, die Kontakt suchen, die das Persönliche suchen und wir das natürlich auch geben können. Das ist klar, weil wir ja auch interessiert sind und das, ja, und die Zeit uns nehmen. Und dann gibt es Leute, die einfach schnell etwas wollen, posten, etwas Gutes und aber nicht weiter irgendwie Kontakt suchen. Also, da gibt es Leute, die sich beraten lassen und alles ganz genau wissen und vielleicht gewisse Sachen hinterfragen, was ich grundsätzlich nicht schlecht finde. Ja, die Gesellschaft ist anders, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie besser oder schlechter geworden ist. Und meinst du, kannst irgendwie abschätzen, wie sich das Dorf echt in der Zukunft entwickeln wird? Also jetzt noch mehr wachsen, wie es schon ist im Vergleich zu früher, oder wird es etwa auf die Größe bleiben? Ja, also es gibt ja einerseits Kulturlandinitiativen, die die Bevölkerung etwa 2014 angenommen hat, wo man ja eigentlich gesagt hat, nicht mehr Bauzonen schaffen. Das gilt natürlich auch für Steinmauer. Also die Bauzone ist definiert, die ist auf wenige Ausnahmen ist die eigentlich in dem Sinn auch schon verbraucht worden. Dementsprechend sind natürlich die Landpreise, also heute kostet das Bauland, das es noch hat, also die meisten Leute, die das irgendwie als Geldanlage haben oder die es für ihre Kinder halten oder so oder einfach nicht nötig haben, um es zu veräussern. Für das muss man heute 1200 Franken zahlen und da hat es die eine, die da gebaut wurde, ist also vor 30 Jahren, die haben noch um die 400 Franken bezahlt, oder? Also das Land hat sich sicher extrem verteuert, das Bauland natürlich. Zu der Entwicklung, es wird sicher noch Verdichtung geben, weil so teures Bauland bedeutet natürlich auch, wenn man weniger Fläche braucht, kann man grundsätzlich auch ein bisschen günstiger wohnen, oder? Dann gibt es ja auch den Aspekt von der, ist ein Stück weit das Haus, ist auch eine Kapitalanlage und wenn man auf der gleichen Fläche darf mehr Wohnraum schaffen, dann ist ja das eine Investition, die auch sich wirtschaftlich lohnen tut in der Regel. Und es ist ja der politische Wille, dass wir verdichteter wohnen. Das ist logisch, wenn die Bevölkerung wächst. Oder? Wenn man schaut, wo ich in der Schule bin, also 15 vor 40 Jahren, dann haben wir 6 Millionen Leute in der Schweiz, jetzt haben wir 8,5 Millionen Leute und fast die Hälfte von diesen Leuten sind natürlich im Kanton Zürich wohnhaft. Oder? Also vielleicht nicht ganz die Hälfte, aber relativ viel. Das hat auch logischerweise Auswirkungen auf meinen Steinmarkt. Eben, wo ich in der Schule war, waren 2.500 Einwohner. Jetzt sind es 3.500 oder schon 3.700. Aber natürlich auch mit mehr Wohnfläche. Das kommt natürlich auch dazu und das beißt dir dann ein Stück weit wieder.
auch die Kulturlandinitiative, die Wohnfläche pro Person ist ja gestiegen, oder? Und was auch wieder spannend ist, Schulhaus ist eigentlich immer noch von der Schülerzahl her gleich, wie wo ich in die Schule bin, nämlich etwa 200 Kinder. Wir haben zwar wesentlich mehr Leute, aber die Leute haben ja weniger Kinder und darum kommt es dann zu dem. Aber das Schulhaus hat sich natürlich von der Fläche her auch verdoppelt. Mhm. Also man hat ja heute all die sonderpädagogischen Räume grössere Turnhallen, eine Aula und so weiter, grösseres Lehrerzimmer, grössere Bibliothek. Ja, auch dort hat es mehr Fläche gebraucht. Mhm. Ja. Vom Seben her wächst und ich weiß nicht, wo es irgendwann ist der Wohnraum, dann ist es schon begrenzt, oder? Aber grundsätzlich denke ich, in dieser Fläche können auch 5'000 Leute leben. Hat sich dann auch der öffentliche Verkehr angepasst an die mehr Leute in Steinmauer? Oder ist der Verkehr höher frequentiert worden? Ja, man hat ja eigentlich einen Schulbus eingeführt, der Kanti, irgend vor 10 Jahren. Hat es natürlich noch nicht gegeben, als ich selber in die Schule bin, weil die Kinder, die hier an Kanti sind, die sind alle mit dem Velo gegangen. Heute gibt es fast niemanden mehr, der mit dem Velo geht, auf Bülach. Wir haben ja auch nicht mehr den Stundentakt von der S-Bahn her, sondern eben auch den Halbstundentakt. Und wir haben ein Postauto, für die hat es quasi nur Postautolinie von Bachs, weil ja die keine ÖV, dass sie auch können auf den Zug auf Steimer, aber wir haben nicht eine Postautolinie gehabt von Oberglatt, auch nicht auf Dielsdorf, sondern es war einfach Bachs-Steimer gewesen. Und jetzt fährt noch eine auf Bülach, ja, wir haben mehrere Linien und in dem Sinn denke ich, das ist aber auch eine gute Entwicklung. Also das ist ganz klar, der ÖV braucht weniger Fläche pro Person im Transport und wenn wir ein Stück weit wollen, ökologischer leben oder einen kleineren ökologischen Fußabdruck wollen, ist die Förderung vom ÖV sicher eine richtige Massnahme. Und zum Vergleich zu früher, was haben Sie früher so im Dorf unternommen? Welche Hobbys haben Sie gehabt? Welche Aktivitäten haben Sie unternommen? Ja, das hat sich natürlich auch verändert, denke ich, nur schon zu unseren Kindern, oder, die mittlerweile auch um die 5, im Durchschnitt 25 sind. Wir selber eben haben irgendwo in der 3. Klasse unser Velo zusammengeschraubt und Kindervelo hat es praktisch noch gar nicht gegeben. Ich weiss noch gut, von der 5. Klasse an ist man schwimmen auf Dielsdorf und da haben nicht alle Kinder ein Velo gehabt, unter anderem ich auch nicht eins verkehrstüchtiges. Und dann ist übrigens noch der Lehrer, hat die Kinder mitgenommen, die kein Velo hatten. Ich habe sehr viel Zeit auf dem Hof verbracht oder eben man ist mit dem Velo einfach da in eine Grümpelgrube oder so gegangen. Aber, auf Zürich bin ich im Prinzip einmal im Jahr, nämlich den Zahnarzttermin hatte ich in Oerlikon. Das weiss ich noch gut. Aber sonst ist man weder auf Bülach noch auf Zürich noch irgendwo hin. Also das hat so ein bisschen angefangen, so mit, wo ich das Dörfli hatte, also mit 14, dass ich dann einmal so einmal auf Bülach bin. In Hinterdiscount oder irgend so etwas im Sonnenhof Einkaufszentrum da in der Zeit. Das gibt es heute noch, aber es läuft nicht mehr so. Und in dem Sinn habe ich mich eigentlich auf kleinem Raum bewegt. Wir hatten kein Auto gehabt, ist sicher ein Faktor. Es war sehr lokal. Sehr lokal. Und heutzutage ist das in dem Fall viel weiter gefächert in der Schweiz. Also das Reisen und Hobbys. Und also die ganze Gesellschaft ist ja quasi mobiler und die Bauern in dem Sinn auch, wir auch. Grundsätzlich im Dorf bewege ich mich immer noch mit dem Velo und fahre eigentlich persönlich jetzt nicht so viel Auto, weil ich ja auch nicht muss, weil ich auch meinen Arbeitsplatz dort habe, wo ich auch wohnen tue. Aber man sieht halt einfach Mobilität. Eben, wie gesagt, jetzt fahren da so 7'000 Fahrzeuge vorbei im Tag.
Man weiss ja aus Studien, dass der Arbeitnehmer bereit ist, um eine Stunde Arbeitsweg in Kauf zu nehmen. Also ich weiss Leute, die auf Basel runterfahren, arbeiten, die auf Bern fahren, arbeiten. Das ist ja früher eben mit den schlechteren ÖV-Verbindungen. Also man musste in Obergaden umsteigen, auf den Bülacher Zug, und man musste in Oerlikon umsteigen. Für ganz auf Zürich Hauptbahnhof. Also man hat einfach für diese Strecke eine gute Stunde gehabt. Unser Nachbar ist auf Zürich gearbeitet, ja, aber da ist niemand auf Basel gearbeitet. Mhm. Dann hat man gezügelt, oder? Und heute, das ist natürlich anders. Ja, weil man heute einfach viel besseres sowohl Autobahnnetz hat, wie auch ein ÖV-Netz, wo sehr speditiv ist. Ja, natürlich kann man sich überlegen, ist das mindestens hat auch gewisse Parteien gesagt, dass man das hinterfragen soll. Es hat auch Bestrebungen gegeben, dass man zum Beispiel bei den Steuern die Arbeitswegkosten nicht mehr kann effektiv verrechnen, also nicht in Abzug bringen, sondern die hat man gesenkt. Vorher ist toleriert wurde, ob bis 8.000, 9.000 Franken ist problemlos möglich gewesen. Und ich weiss von Leuten, die sogar 20.000 Franken können abziehen können, die gesagt haben, sie müssen mit dem Flugzeug die geschäftlich irgendwo hin, oder? Und heute hat man das reduziert, 3.000 Franken sind dann da der Arbeitswegkosten. Ist sicher auch ein Schritt, dass man vielleicht zeigt, auch von der politischen Seite her oder von der kantonalen Seite, es kann nicht noch steuerlich quasi noch belohnt werden, wenn jemand einen weiteren Arbeitsweg auf sich nimmt. Eigentlich wäre es ökologisch sinnvoll, wenn Arbeitsplatz und Wohnort möglichst nahe zusammen sind. Ich denke, das wäre sinnvoll und dort wäre sicher auch noch eine gewisse Veränderung im gesellschaftlichen Denken wäre dort sicher noch angebracht in der Richtung. Ja. Okay, dann danke ich dir vielmals für das Interview. Ich konnte all meine Fragen stellen. Okay, danke. Danke dir.